Seit morgen. Brick, schön, dass Sie gekommen sind. Nur zur Probe für die Hochzeitsfeier. Dass Sie kommen wollten, weiß ich von Sophia. Ich will mich dafür bedanken, dass Sie Ihren Ärger über die Schließung des Casinos vergessen konnten. Das ist ein gutes Omen für die Zukunft und für meine Hochzeit. Ich bin aber nur auf Bitten Sophias hier. Und ich habe nichts vergessen. Weil Ihre Schließungsaktion nichts anderes als ein glatter Betrug ist. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, was? Nein. Normalerweise imponiert mir das. Doch kurz vor der Hochzeit, meiner Hochzeit, finde ich sowas deplatziert. Sie möchten mich vielleicht aus meiner Verpflichtung entlassen, doch dann müssten Sie Sophia mitteilen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Sie hier bei uns sind. Sophia soll das wohl denken. Das ist traurig, Sisi. Denn ich glaube, Sophia macht einen großen Fehler. Vielleicht werden Sie Ihre Meinung, dass ich ein gutes Omen bin, noch ändern müssen. Sehen Sie, mein Freund, ich verstehe Sie sehr gut. Auch Ihren ganzen Ärger. Ich wundere mich sowieso, dass Sie gekommen sind. Es ist schwer, auf einer Hochzeit zu sein, wenn man gerade seine Frau verloren hat. Aber wenn Sie von mir erwarten, dass ich Sie rauswerfe, um das Problem zu lösen, das werden Sie nicht erreichen. Ich erwarte von Ihnen gar nichts. Ich kann es nicht ertragen, jemanden zu sehen, der eine Mörderin wie Lily Light deckt, ohne Gewissensbisse zu haben. Wo ist sie denn überhaupt? Bei Mason? Danke. Das genügt mir. Morgen ist die Capwell-Hochzeit. Weitere Erdbeben vorausgesagt. Die richtige Schlagzeile. Die falsche Braut. Hat Beverly doch wunderschön gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass das Kleid rechtzeitig fertig wird. Hier bei Capwell. Ich bin nicht da. Oh, tut mir leid, Mrs. Amand, die kann nicht ans Telefon kommen. Ja, ich sage es ihr. Das war Mrs. Capwell, Mrs. Amand. Was hat sie denn gewollt? Sie sagt, sie hätte so ein seltsames Gefühl wegen der Hochzeit. Sie sollten besser vorsichtig sein. Ach ja, wirklich. Sie ruft hier an und teilt uns solche Sachen mit. Ich sollte zurückrufen und ihr was Passendes antworten. Oh, oh, oh. Nein, das passiert immer, wenn ich ein Gebäude betrete. Aber ich muss sagen, draußen sieht es viel malerischer aus, all die Bäume und Häuser haben mir deutlich zugewinkt beim Vorbeigehen. Ist es jetzt endlich vorbei? Ich dachte schon, das Dach kommt runter. Ich hoffe, dass meine Neuigkeiten kein Erdbeben bei dir auslösen. Man hat mich zum neuen Bezirksstaatsanwalt auf Zeit ernannt. Wirklich, Mason? Das ist wundervoll. Ich gratuliere dir. Du darfst dich nicht zu früh freuen, Lily. Du weißt ja, wie du selbst sagst. Das Leben ist voller böser Überraschungen. Was für Überraschungen? Das hast du doch gewollt, oder? Lily, würdest du nicht lieber dort wohnen, wo es keine Erdbeben gibt? Nein, wieso? Ich bin jetzt in der Politik und vermeide daher besser jedes Anzeichen eines Skandals. Eine heiratsfähige Teenager-Predigerin als Mitbewohnerin würde bestimmt kein gutes Bild abgeben. Du machst dir doch nichts aus dem, was die Leute denken. Wenn ich ihre Stimme haben will, dann schon. Hast du dir deshalb den Bart gestutzt? Das mag ein Grund dafür sein, aber Lily, es kann doch für dein Image auch nicht förderlich sein. Ich fürchte, du musst dir jetzt woanders eine neue Wohnung suchen. Unverzüglich. Ich muss dich also leider bitten, das Feld zu räumen. Für das glorreiche Amt des Bezirksstaatsanwalts. Tut das weh? Ja. Scheint nicht verstaucht zu sein. Gut. Hoffe ich jedenfalls. Ich freue mich schon, dich über die Schwelle zu tragen, aber es wäre mir lieber, du könntest gehen. Denkst du, Gina hat das Erdbeben bestellt? Ich kann mir nicht helfen. Ich war nie abergläubisch, aber ich glaube wirklich, dass uns einer da oben irgendetwas sagen will. Glaub nicht sowas. Na, alles in Ordnung? Ja, wir sind soweit okay. Meine Güte, wie es hier aussieht. Oh, es ist alles ganz von alleine runtergefallen.
Jane, vielleicht solltet ihr beide nicht dauernd den Garten umgraben. Was? Das Graben ist nicht schuld daran. Nein, Alice, schau mal. Manchmal bewegt sich die Erdkruste minimal. Das kenne ich schon, das kenne ich schon. Das konnte ich schon im Fernsehen sehen, in der Klinik, mehrmals. Denkst du vielleicht, dass ich dumm bin? Nick, ich bin wütend auf dich. Was? Alice, was sagst du? Du bist wütend? Und wenn jemand auf einen wütend ist, dann sollte der nichts mehr sagen. Woher hast du das denn? Da, siehst du, schon wieder. Worüber hat sie sich aufgeregt? Ich habe keine Ahnung. Gestern war sie ganz begeistert von der Idee, mir beim Fotografieren auf Cicis Hochzeit zu helfen. Und jetzt will sie nichts mehr von der Hochzeit wissen. Sie schien sich sehr über die Einladung zu freuen. Das stimmt, aber sie ist ein Gast. Sie sollte überhaupt niemandem helfen müssen. Ich habe sie nicht darum gebeten. Sie war es, die darauf bestanden hat. Also wissen Sie was, warum können Sie nicht mit ihr ein paar Worte reden? Nick und ich gehen in der Zwischenzeit raus und machen ein paar Fotos von diesem Dinosaurierknochen, nicht wahr? Wenigstens schauen wir sie uns an. Alice? Was ist? Sag bloß, du hast dir draußen gehorcht, hä? Ja. Ich werde morgen nicht mitgehen und Nick kannst du ausrichten, er soll seinen Mund halten. Vergiss einmal, Nick. Ich meine, es ist doch die Hochzeit von Kellys Eltern. Du wolltest doch hingehen. Sie wird gar nicht dabei sein und die wollen bestimmt kein dummes, hässliches Mädchen haben. Alice, du bist ganz und gar nicht dumm und hässlich. Man starrt mich an. Ach, wenn dann nur, weil du hübsch bist. Nein, Jane. Ich bin doch ungebildet. Ich vergesse Telefonnummern und die einzige Hochzeit, die ich kenne, die sah ich im Fernsehen. Mit Pferden. Die mit dem Königspaar? Weißt du, ganz so aufwendig wird es nicht sein. Naja, vielleicht doch. Ich weiß doch, alle werden auf mich zeigen und über mich sagen, ah, da ist das Mädchen aus der Anstalt, die war mal verrückt. Ich will aber normal sein. Bist du ja. Jeder hat eine gewisse Angst, dass er irgendwas Falsches tut, Alice. Ich sag dir was. Du kannst ganz in meiner Nähe bleiben und ich sag dir, wenn du was Falsches machst. Das will ich nicht, hörst du? Du siehst zu gut aus. Ich sehe nicht netter als du aus. Und schon gar nicht, wenn du dein neues Kleid anhast. Das sieht komisch aus. Ich dachte, du kannst es leiden. Auf dem Bügel schon, doch an mir sieht es so aus, als ob ich es geklaut hätte. Vielleicht ist es beim Erdbeben zerrissen worden. Alice, du wirst bitte hier warten, ja? Du wirfst mich doch wohl nicht raus. Lilly, es ist ja nicht so, dass du mittellos im Regen stehst. Ich bitte dich doch nur, in eine passendere Umgebung zu ziehen. Mason, ich bin doch keine Belastung. Du sagtest, wir sind ein gutes Team und du brauchst und willst die Unterstützung meiner Anhänger. Und du bekommst sie, ich sorge dafür. Lilly, nicht, dass ich Salz in deine Wunde streuen will, aber du hast nicht mehr so viele Gefolgsleute und ich denke, sie werden nicht begeistert sein, wenn du beim Staatsanwalt logierst. Ich finde, dass das einfach eine Verdrehung der Tatsachen ist. Ja, das weiß ich, Lilly, aber die Presse denkt nicht daran nachzusehen, ob beide Betten benutzt worden sind. Ich sehe, dass du nicht ehrlich zu mir bist und das macht mich traurig. Wenn ich dich bitte zu gehen, denkst du, dass ich dabei Hintergedanken habe? Ja. Und welche habe ich denn? Du hältst nach anderen Frauen Ausschau, weil du genug von mir hast. Gina ist eine davon. Gina. Habe ich recht? Wenn ich es habe, sag es. Dann sag doch, sag, Lilly, du hast einfach recht. Du hast einfach Unrecht. Ich glaube dir kein Wort. Dann können wir das Gespräch ja beenden. Ich dachte, dass wir eine ganz besondere Beziehung haben. Ja, die haben wir auch, Lilly. Und ich bleibe dein Freund. Ist das alles? Reicht dir das nicht? Ich habe noch nie gebettelt und fange auch jetzt nicht an. Glaube nicht, ich würde das hier nicht durchschauen. Auch wenn du es abstreitest, weiß ich, dass Gina dahinter steckt. Ich kann dich nicht verstehen. Nach dem, was ich dir erzählt habe und all den Dingen, die du jetzt weißt. Lilly, das Einzige, was mich im Fall Gina reizt, nicht, dass ich dir dafür Rechenschaft schuldig wäre, ist die Frage, wie sie es wohl anstellt, morgen die Hochzeit meines Vaters zu sabotieren. Aber was soll das bringen? Offensichtlich kann es ihr doch nicht gelingen. Lilly, gerade du solltest im Gegensatz zu anderen lernen, Gina auf keinen Fall zu unterschätzen. Sie ist eine äußerst erfinderische Frau. Wie schwierig eine Situation auch sein mag, ihre Chancen stehen 10-1. Natürlich zu ihren Gunsten. Und ich hab das nicht. Sieht fast so aus. Langsam. Ist das nicht wunderbar? So wunderbar, dass ich morgen bestimmt in die Kirche humpeln werde. Soll ich nicht Dr. Biddles anrufen, damit er vorbeikommt? Nein, wieso denn? Mein Bein kommt nicht in Gips. Das ist doch grässlich. Ah, wir packen Eis drauf. Oder was Heißes oder vielleicht was anderes. Nein, es wird schon gehen. Ich werde ein Reklamelächeln aufsetzen und zur Probe runtergehen. Das könnte ich doch, ne?
Cici, ist Brick wirklich so unfreundlich zu dir gewesen? Er wies darauf hin, dass er nur deswegen kommt, weil er sie fest versprochen hat. Ach, sowas sagt er einfach nur so. Mir ist klar geworden, dass er gerade jetzt einen Halt braucht. Es müsste irgendjemand sein, der zu ihm gehört. Den Halt solltest du ihm geben. Er ist dein Sohn und er ist ein Teil unseres Lebens und unserer Familie. Du, ich liebe dich. So wahnsinnig. Das ist dir jetzt nicht leicht gefallen. Ich meine es so. Brick gehört dazu. Nun, was denkst du? Wollen wir uns den da unten stellen oder willst du dich hier oben einschließen und dein Horoskop befragen? Nein, was kann nach einem Erdbeben noch geschehen? Langsam. Gina, was ist passiert? Hast du das Erdbeben nicht mitbekommen? Ja, aber es war nicht so schlimm. Ich habe es ganz schön gespürt. Ich habe sogar was auf den Kopf gekriegt. Das tut mir leid. Mir ist aber nichts passiert. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir gern was zeigen. Oh, das da? Nein, nicht das. Das ist runtergefallen. Gina, warte mal, woher hast du denn das? Ein Gemälde, das haben wir malen lassen, als Cici und ich heirateten. Es lag die ganze Zeit im Keller. Lass es lieber liegen, Hilly, komm. Sieh dir das mal an. Was sagst du dazu? Oh, wundervoll. Sieht aus wie für einen großen Ball oder eine Hochzeit, nicht wahr? Ein Brautjungfernkleid. Und für wen? Für dich. Ganz süß wirst du darin aussehen. Warte mal, wer will denn heiraten? Ich will heiraten. Das ist ein Scherz. Herzlichen Dank. Nein, warte. Wen hast du vor zu heiraten? Ich darf dir seinen Namen im Moment noch nicht verraten. Wieso? Ist der CIA-Agent oder sowas? Nein, nichts dergleichen. Aber er hat eine Position, die uns nützlich sein kann. Du wirst es nicht erraten, Haley. Doch nicht etwa Keith Timmons. Nicht im Traum würde ich daran denken, dich um so etwas zu bitten, Gina. Nein, es ist nicht Keith. Den heiratet man nicht. Aber vielleicht lade ich ihn zu den Flitterwochen ein. Also was denn nun? Kannst du ihn nun leiden oder nicht? Natürlich mag ich Keith. Wofür hältst du mich? Oh, ich weiß nicht, Gina. Kann man denn verlobt sein und gar nichts dazu sagen? Nun, das ist ein komplizierter Punkt. Das werde ich dir noch erklären. Hier, Haley, nimm es und probier es an, aber erzähl nicht. Sag niemandem, wofür es gedacht ist. Oh, gut. Oh, etwas war noch. Du arbeitest morgen? Ja, sicher. Sag, du seist krank. Ich will keine Diskussion darüber, Paul. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie meine Anweisung umgehend ausführen. Zuerst braucht man eine schriftlich erteilte Vollmacht, bevor man einen Gefangenen freilassen kann. Sie wollen eine schriftliche Vollmacht? Dann schreiben Sie sich eine. Ich bin Staatsanwalt und kein Schreibbüro. Aber wenn Sie unbedingt einen schriftlichen Verweis haben wollen, mache ich eine Ausnahme. Ich hätte nie vermutet, dass ich eines Tages Marquis Timmons vermissen würde. Oh, Sie brauchen ihn nicht zu vermissen. Sie können sich gerne mit ihm arbeitslos melden. So, und nun bringen Sie Ted herein. Bitte! Ja, wie Sie es wünschen, Boss. Na, das klingt schon viel besser. Danke. Das wäre vorerst alles. Ich weiß, Sie haben noch Verschiedenes zu erledigen. Was tust du denn hier? Das ist mein Büro. Ich arbeite hier. Wusstest du das nicht? Da gratuliere ich dir, Mason, wirklich? Der eigentliche Grund, wieso ich hier bin, ist ein anderer. Ich wollte mein Hochzeitsgeschenk für Dad und Sophia abholen. Findest du das nicht einen etwas seltsamen Ort zum Einkaufen? Ja, aber wie oft passiert es uns, dass wir an ungewöhnlichen Orten die idealen Geschenke finden können? Ich wollte Ihnen deine Entlassung aus dem Gefängnis schenken. Ich denke, Sie werden sich sehr darüber freuen. Oh. Hat sich meine Mutter etwa auch so schick gemacht, ja? Olli? Weißt du, ja, ich denke schon. Sie hat jedoch nicht halb so hübsch ausgesehen. Nein, das finde ich ungerecht. Und deine Mutter? Meine und wie die aussah. Wie denn? Meinst du vielleicht halb so hübsch wie du? Nein, hübscher. Ich halte nichts vom Hübschsein. Das habe ich doch gesagt. Ach, Alice, du hast alles in allem wirklich recht. Absolut. Das Aussehen ist unwichtig. Aber wenn du auf der Hochzeit genauso hübsch aussiehst wie jetzt, dann würde ich niemand um Anstand laufen. Lionel, das ist ein außergewöhnlicher Fund. Ich bin sicher, also ich vermute, Cici wird in diesem Fall nicht... Oh nein, Sie kennen Cici nicht. Ich kenne ihn dafür umso besser. Ach, schaut mich doch nicht so komisch an. Was? Haben Sie komisch angeschaut? Ich weiß nicht. Ich nicht. Alice, du siehst wundervoll aus. Nein, sehe ich nicht. Jane hat das getan. Jane, kann ich jetzt wohl bitte mein Make-up und auch, nein, auch Alice, dieses... Bitte warte noch ein wenig.
Halte nur still. Nein, komm schon. Nein, nein, Nick, ich werde deine Kamera zu den Dinosauriern werfen, wenn du auch nur ein Foto von mir machst. Nein, Ernest. Oh, wieso? Wieso denn? Ich habe dich doch nicht anders betrachtet als sonst, oder findest du das? Du bist wirklich ziemlich komisch. In Ordnung, komm schon. Ja, bin ich auch, aber du musst lächeln. Bitte. Nochmal, lächle weiter. So ist es richtig, du musst nur immer lächeln. Komm, lächle weiter. Was soll die Schweinerei? Was denken Sie sich? Ich weiß aber Ihren Plan Bescheid, Sissy Käpfel reinzulegen. Und ich werde es nicht dazu kommen Sie werden lassen. Es nicht dazu kommen lassen? Das ist richtig, stimmt. Schminken Sie sich das ab. Sie interessieren sich doch nur für sich selbst, oder nicht? Und vielleicht noch für Mason. Das ist wohl auch der Grund für Ihre Stippvisite. Haben Sie gemerkt, wie er mich anschaut? Es wäre für mich durchaus ein leichtes, Ihnen Ihren Mason wegzunehmen. Wissen Sie, Sie sollten eigentlich sehr dankbar sein, dass ich so zurückhaltend war. Lassen Sie Mason bloß in Ruhe. Schauen Sie mich an. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Aber Sie sollten Angst vor mir haben. Ich habe die Macht, Sie total zu ruinieren. Und sicher, ganz sicher, werde ich Sie nutzen. Geht es denn schon los? Wartet doch auf den Brautführer. Oh, Ted! Du bist draußen, Junge. Ja, es ist wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Ein zweitägiger Urlaub sozusagen. Dank unseres neuen Staatsanwalts. Das bin ich, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Oh. Du? Mason, du bist der Größte. Du bist wirklich einmalig, weißt du das? Ich hatte nur Angst, ihr würdet mich aus Verlegenheit als Ersatz für Ted nehmen. Ich wollte dich nicht aus Verlegenheit, sondern absichtlich bei der Hochzeit haben. Besonders jetzt, wo du rasiert bist. Wir scheinen euch wohl bloß noch für euch zu interessieren, nicht wahr? Was ist los? Du bist nicht besser als die. Ihr beide habt doch Lily und Haley gedeckt und dadurch dafür gesorgt, dass sie nicht für Amys Tod zahlen mussten. Und jetzt gedenkt ihr zu feiern, weil ihr das Gesetz mit Füßen treten konntet. Wenn du so stolz darauf bist, dass du morgen eine Capwell wirst, dann lass dich doch von denen in die Kirche führen. Hör mal, du bist so egoistisch wie alle anderen. Sie entschuldigen sich jetzt bei ihrer Mutter und allen Anwesenden. Einen Dreck werde ich tun. Oh, du verrückt! Was tust du denn? Die passende Entschuldigung bei einem Capwell. Ich glaube schon, es tut mir so weh. Es geht schon wirklich. Ich habe nicht total am Ende. Jeder geht auf seine Art mit Kummer um. Er denkt, ich habe ihn betrogen. Hoffen wir, er kommt bald darüber hinweg. Für heute hat sich die Sache erledigt, oder? Liebling, lass mich einen Augenblick mit dir reden. Was? Hör zu. Wenn es dir gut geht, könnten wir weitermachen mit der Probe. Du willst nach diesem Auftritt wirklich weitermachen? Ich weiß, aber... Rick ist doch ganz außer sich und wir wissen auch den wahren Grund dafür. Plötzlich taucht Ted hier auf. Wir sollten ihm zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Also gut, Darling. Wie du willst. Reverend, ich denke, wir machen weiter, ja? Gut, Mr. Capwell, also dann, Sie beide werden vor mich hintreten und dann fangen wir mit der Trauung an. Ich glaube, Mrs. Amanti sagte, Sie würden das Gelübde nehmen, das Sie bei Ihrer Hochzeit, Ihrer ersten Hochzeit hatten. Ja, das ist richtig. Was für ein Gelübde meinst du denn überhaupt? Erinnerst du dich denn nicht? Hast du es vergessen? Darling, ich kann mir doch nicht all die Worte merken, die ich damals gesprochen habe. Ich weiß noch. Du hieltst meine Hand. Ich hielt deine Hand. Wenn ich dir nahe bin, dann zählt für mich nichts anderes auf der Welt. Ich werde immer zu dir stehen. Ich lasse dich nicht allein, wenn du mich brauchst. Es soll nie eine andere Aufgabe für mich geben, als dich zu lieben. Wenn ich dich je einen Augenblick verlassen muss, dann komme ich stets zurück. Und so, wie es jetzt ist, wird es ewig sein. Was immer ich auch tue, was ich denke, was ich fühle, was ich träume. Das mache ich, weil ich dich liebe.
bist die wundervollste Schützefrau, die ich kenne und jemals kennen werde. Es gab bisher nichts auf der Welt, das mich so tief bewegt hat, wie dein Wunsch, mich heiraten zu wollen. Ich verspreche dir, ich hüte dich wie einen Schatz. Dich und deine Liebe. Für den Rest meines Lebens. Oh. Oh. Sehr schön. Oh. Hier. Hallo, Paul. Ich dachte, Sie wollten Alice sehen. Was ich sehe, ist diese Person, die Sie und Hartley jetzt aus ihr machen. Ich bin nur ein Zuschauer. Haben Sie sich schon gefragt, ob sie es schafft? Ob sie schon reif dafür ist? Kaum, dass sie aus der Klinik raus ist. Sie war doch ein kleines Kind, als man sie reinsteckte. Ich denke, sie sollte das tun können, was sie sich erträumt. Woher soll sie überhaupt wissen, was sie will? Na? Ich finde, sie behandeln sie wie eine Anziehpuppe, mit der man spielt. Eine Puppe, sagen Sie? Hören Sie, ich bin ein Mensch, ja? Alice, genau das habe ich doch gerade zu Jane Paul, gesagt. Paul, das hübsche Aussehen sollte nichts damit zu tun haben, wie einen die Leute behandeln oder ob sie einen auch mögen. Ist das klar? Jane hat das gesagt und ich empfinde es genauso. Oh, Alice, es ist Nick, nicht so, dass... ich finde, du solltest jetzt nach Hause gehen. In Ordnung. Verstehe. Ich nehme sie mit nach Hause zum Entwickeln. Und wenn du sie siehst, wirst du dich gleich besser fühlen. Alice, bitte, ich, ich wollte nicht, dass Sie sich schlecht fühlen wegen dem, was Sie da tun. Sehen Sie, in meiner Klinik, da hatte ich diese Probleme nicht, und bei uns hatten alle immer die gleichen Klamotten getragen. Sie müssen doch nicht versuchen, unbedingt anders zu sein. Seien Sie doch einfach Sie selbst. Also, vielleicht sage ich dir jetzt was Dummes, weil ich bin etwas eifersüchtig. Höre ich richtig? Eifersüchtig auf was? Auf wen denn nur? Also es ist Nick, wenn Sie mit ihm arbeiten und naja... Wissen Sie was? Ich habe einfach Angst. Sie mögen Nick Hartley mehr als mich. Oh, was habe ich nur gesagt? Wieso? Na, weil ein Mann einem Mädchen sowas nicht sagen soll. Doch sie kann man einfach nicht anlügen. Ich muss jetzt gehen. Ich werde gehen, ja? Also dann... War das nicht eigenartig? Oder etwa nicht? Nein, nein, ich denke, es war sehr schön. Er hat gemeint, was er zu mir gesagt hat. Gina! Bitte sei so gut und mach die Tür zu, Mason. Es zieht sonst so furchtbar. Ich gehe schon. Nein, ich mach das. Rick? Du hattest doch recht mit den Capwells. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von ihnen. Von nun an, Dad, bin ich ein ganzer Lockridge. Was ist denn passiert? Ich war bei der Probe für die Hochzeit. Und Mason tauchte auf. Hallo, Jane. Hallo, Brick. Mason tauchte also auf. Ja? Er hat Ted aus dem Gefängnis geholt. Und da standen sie nun alle und gratulierten sich gegenseitig, dass Ted draußen ist. Ich konnte mich nicht beherrschen. Und ich sagte ihnen einfach meine Meinung und ging. Speziell zu Sophia. Entschuldige bitte. Aber dann schlug ich Cici nieder. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Hey, Brick, ist ja gut. Hör zu. Hör mir mal gut zu. Hörst du, mein Junge? Es ist Sophias Hochzeit, die morgen stattfindet. Und deshalb solltest du Rücksicht nehmen auf ihre Gefühle. Hm?
Was? Ich nehme ständig Rücksicht auf ihre Gefühle. Morgen wird sie eine Capwell und das bedeutet, sie ist gegen mich. Und was mich betrifft, ich bin auch gegen sie. Bleib ganz ruhig. Reg dich nicht auf, Brick. Aus dieser Familienfehde solltest du dich wirklich raushalten. Das kann Amy nicht zurückbringen. Und dich macht der Hass auf deine Mutter kaputt. Du, ausgerechnet du befindest jetzt darüber, wie ich zu leben habe. Du bist doch derjenige, der mit CC seit Jahren verfeindet ist. Oder bin ich verrückt allmählich? Ich meine, hat dieser Lump denn dir nicht alles genommen? Deine Frau und deine Kinder, dein Heim und dein Vermögen? Und jetzt willst du, dass ich stillhalten soll, ja? Ich kann's einfach nicht glauben von dir. Glaub mir, ich meine wirklich, was ich sage. Ja, es gab Zeiten, da habe ich mich rächen wollen, genauso wie du jetzt. Aber wenn du glauben solltest, ich würde dir erlauben, alle die Fehler, die ich beging, noch einmal zu machen, dann irrst du dich gewaltig. Ich werde das nicht zulassen. Und noch etwas will ich dir sagen. Noch habe ich eine Familie. Und du bist ein Teil davon. Du bist mein Sohn, hörst du? Nein, das bin ich nicht. Ich bin weder dein noch ihr Sohn. Tut mir so leid. Oh, danke, sehr liebenswürdig. Weißt du, ich bevorzuge ja Sektkelche, aber ich wollte nicht angeben. Seit wann kannst du dir den besten Champagner leisten? Nie wieder diese billigen Marken. Für mich nur das Beste. Die Zeiten sind vorbei. Für immer und ewig. Sag mal, Gina, würdest du mir diesen selbstmörderischen Plan erklären, mit dem du Dad in eine zweifelhafte Ehe locken willst? Und was hat der Videorekorder, der heimlich von dir installiert wurde, damit zu tun? Ganz schön neugierig. Kann man mir das verdenken? Nein, dir kann man nie was verdenken. Mason, der Unschuldige. Lass dich zum Papst wählen. Woher wähle ich die Nummer der Polizei? Gina, was hast du wirklich vor? Du wirst es schon noch rechtzeitig erfahren. Oder wir tauschen unsere Geheimnisse aus. Und ich erfahre dann von dir endlich alles über Lily. Mason, würdest du mal meinen Rücken schrubben? Hör zu, Gina, du willst doch über Lily gar nichts wissen. Außerdem wird dir der Grund für ihr Interesse an dir kaum gefallen. Ach, mich würde nichts überraschen. Besonders weil wir, wie ich das so sehe, ziemlich gleiche Typen sind. Findest du nicht? Ja, zum Beispiel, als ihr beide ein blaues Auge hattet. Du siehst nicht gerade entspannt aus. Vielleicht sollte ich ein bisschen rücken und dich mit in die Wanne lassen. Es reicht schon, wenn du rausgehst. Gut, in Ordnung, wenn es dich nicht verwirrt. Ich meine zur Tür hinaus, Gina. Hast du etwa dein Keuschheitsgelübde vergessen? Ach, komm schon. Das war doch gestern. Oder willst du warten, bis ich mit deinem alten Herrn verheiratet bin? Wenn das so ist, dann wirst du mich leider mit ihm teilen müssen. Gefällt dir das? Ich traue dir diese perverse Idee zu. Du bist wirklich abgrundtief gemein, weißt du das? Ich tue immer nur mein Bestes, Mason. Nicht so bescheiden, Gina. Ich kenne keinen Menschen, der so korrupt ist. Und noch dazu so selbstsüchtig wie du. Und ich hoffe, ich lerne niemanden kennen. Na also, wie nett du sein kannst, wenn du nur willst. Ist da jemand drin? Sag etwas, sag etwas. Ja, Dad, ich bin hier. Mason. Aber... Ach, du bist es, dann ist es gut. Er scheint weg zu sein. Ich kann ihn zurückrufen. Gina. Hallo. Ich war spazieren im Garten. Ich musste einfach rüberkommen. Das solltest du besser nicht. Naja, ich dachte, ich sehe einfach mal vorbei, um dir Glück zu wünschen. Eigentlich ist es ja für unseren Abschied, nicht? Denn du bist ab dann Mrs. CC Capwell und wir sind voneinander getrennt, wie durch eine Grenze. Und sind nicht länger Ex-Geliebte und nicht mal Freunde. Alles, was da noch ist, bleibt Erinnerung. Und das gefällt mir nicht, Sophia. Es ist traurig, dieses Verhältnis zwischen dir und Cici. Aber es ist vorerst besser so, wie du es sagst. Ich finde es so schade und unnötig.
Hör zu, ich kann nicht. Ich will dein Glück nicht einen Moment in Gefahr bringen. Ich will, dass du wieder glücklich wirst. In Ordnung? Ja. Ich danke dir. Oh. Hallo, Liebling. Lionel ist gekommen, um mir Glück zu wünschen. Ja. Bitte lass uns einen Moment allein, ja? Du kannst im Haus warten. Komm bald. Muss furchtbar für Sie sein, Lionel. Ich habe gewonnen und nicht Sie. Davon bin ich noch nicht überzeugt. Natürlich sind Sie das. Ich habe Sophia. Habe eine Familie. Und habe ein Zuhause. Sie haben nur Dinosaurierknochen. Sie müssen wirklich sehr einsam sein. Aber schließlich verdienen Sie es auch nicht besser. Und bitte, kommen Sie nie wieder hierher. Mein Anzug, alles voll Schaum. Ich musste mich nun mal verteidigen, Mason. Stell dich doch bloß nicht so an. Komm schon, sei ehrlich. Du bist doch ganz genauso gegen diese Hochzeit. Hab ich recht? Du kennst mich nicht so gut, wie du denkst, Gina. Und deshalb kannst du mich auch nicht beeinflussen, egal wie du es drehst. Doch, das kann ich. Ich lese in dir, wenn ich will, wie in einem offenen Buch. Tatsächlich? Kannst du überhaupt lesen? Vielleicht muss man das. Bei deinem Buch auch gar nicht. Jedenfalls ist es besser, die Dinge zu erleben, als sie zu beschreiben. Gina, tu mir den Gefallen und steig endlich aus der Wanne. Wenn du mir freundlicherweise das Handtuch gibst, gern. Weißt du, Gina, eigentlich solltest du nicht allzu nett zu mir sein. Ich bin jetzt Staatsanwalt. Sonst könnte ich dich aufgrund anstößiger Aktivitäten belangen. Ein bisschen von diesen anstößigen Aktivitäten wäre schön. Warum durchsuchst du mich nicht? So wie ich bin. Glaub mir, ich leiste keine Gegenwehr. Wenn ich mich nicht irre, setzt Gegenwehr einen Angriff voraus. Dass du mir widerstehen kannst, glaube ich nicht. Jedenfalls wärst du meines Wissens der Erste. Ich denke, ich würde dein Angebot eventuell noch annehmen, Gina, wenn du mir endlich sagen würdest, welches Video du dir zeigen willst, anstelle von Tarzan. Ich muss zugeben, das klingt verführerisch. Ich mache keine Filmvorführungen zu diesem Preis. Es sei denn, du legst etwas drauf. Materialistisch veranlagt durch und durch. Nein, das ist nicht ganz so. Ich bin sehr sentimental in bestimmten Dingen. Oh ja, ich kann mir vorstellen, deine Tränen sind so echt wie die der Wachsfiguren von Madame Tussauds. Was? Vergessen wir's. Weißt du, Mason, bei dir fühle ich mich oft so klein und unwissend. Das ist nicht sehr nett. Warum kommst du nicht her und machst es wieder gut? Hm? Gina, du weißt doch, dass wir nur Freunde sein können, wenn wir keusch bleiben. Und ich hatte schon gehofft, dass du es dir anders überlegt hättest. Findest du nicht, dass wir unsere niederen Instinkte besiegen sollten? Das muss doch schrecklich langweilig sein, wenn man immer edelmütig ist. Also, das war's dann. Ich habe es wirklich überall versucht. Nun, vielleicht will er nicht, dass man ihn findet. Ach, ich weiß, der Gedanke daran, dass er nur noch mit Hass an uns denkt, beschäftigt mich. Ich wollte zwischen uns eine starke, stabile Beziehung aufbauen. Jetzt ist es aus und vorbei. Ich glaube kaum, dass das der Fall ist. Klar ist, dass er eine Trauerzeit durchmacht, die er noch verkraften muss. Deshalb müssen wir etwas Geduld haben. Ich hoffe, du hast recht. Apropos Geduld. Ja? Wo schläfst du heute Nacht? Nein, wirklich am anderen Ende des Korridors? Oder bei mir? Und mit der Antwort zieh dich vor, denn es gibt nur eine richtige. Liebling, es ist doch nur noch eine Nacht. Macht denn das wirklich so einen Unterschied? Ja, du musst bei mir sein heute Nacht. Du kannst ja unser Bett in der Mitte durchsägen von mir aus. Doch denk dann nur an mich. Bitte nicht an Brick und nicht an die Hochzeit. Das muss jetzt unsere Hochzeitsnacht sein. Und wie nennen wir die morgige Nacht? Weißt du, nach einem Tag wie dem heutigen verdienen wir zwei davon. Das finde ich auch. Guten Abend allerseits. Oh. Ah, Mason. Du hast nicht gesagt, ob du dich entschieden hast, zur Hochzeit zu kommen oder nicht. Deb, nach reiflicher Überlegung kann ich hiermit sagen, dass ich die morgige Feier auf keinen Fall versäumen möchte, um nichts auf der Welt. Wundervoll. Gut.
Oje. Was ist denn hier los? Für wen ist das? Naja, ich dachte, es sollte mal nicht so ernst und geschäftlich ablaufen, sondern entspannt. Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Zeige mein wahres Ich. Wie finden Sie es? Ich finde es wunderschön, aber nicht erst seit heute. Und das meinen Sie ernst? Ich versuche auch ehrlich zu sein. Also bisher gab es wirklich nicht viele Menschen, denen ich unbedingt gefallen wollte. Aber bei Ihnen ist das was anderes. Jane, ich denke, das ist bestimmt ein Fehler, oder ich fürchte, es wird einer daraus werden. Ja, ich dachte mir schon, dass Sie so etwas Ähnliches sagen würden. Auch auf die Gefahr hin, manche Dinge falsch zu beurteilen. Ich glaube, dass es viel ernster wird, als Sie das vielleicht wollen. Wir hatten eine Zusammenarbeit, die großartig war. Und es machte mir viel Freude. Das Leben ist eine ernste Sache. Gut, dann ernst. Vielleicht geht das hier zu weit. Nun, ich weiß schon, Sie sehen mich als Kind an, aber das bin ich nicht. Das bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin stattdessen eine ziemlich bewusst lebende junge Frau. Ich halte Sie gar nicht für ein Kind. Ich weiß, wie einsam Sie war. Das ist nicht gut. Ich will Ihnen helfen, Ihre Einsamkeit ein wenig zu vergessen. Und meine. Das ist sehr lieb von Ihnen, Jane. Aber es geht wohl nicht. Wieso? Wegen des Altersunterschiedes? Mag sein, auch das. Das überrascht mich, weil Sie konventionell sind, mein Herr. Ich habe meine konventionellen Momente, ja. Bitte sagen Sie jetzt nicht nein. Ich hatte nicht vor, Sie zu verführen. Nur in all den Wochen, als ich mit Ihnen gearbeitet habe, da habe ich mich so sehr in Sie verliebt. Haben Sie das nicht gefühlt? Doch, das habe ich. Ich möchte Sie glücklich machen. Und ich will, dass Sie auch dasselbe für mich tun. Ich weiß, ich kann Sie glücklich machen, Leine. Ich kann es. Also geben Sie mir eine Chance. Oh, endlich. Ich bin so wahnsinnig froh, dass du aus dem Gefängnis bist. Ich konnte es kaum noch erwarten. Weißt du, es ist zeitlich begrenzt, aber ich freue mich, dass wir uns sehen. Ach, wir hätten uns glatt verpassen können. Ich wäre beinahe zu dir gelaufen. Wirklich? Ja. Wieso? Das war eine Frage. Ich wollte dich besuchen. Sag, willst du morgen zu einer Hochzeit? Wessen Hochzeit? An wessen denkst du denn? Die von meinen Eltern. Wir können ja so tun, als wäre es unsere. Willst du mich denn dabei haben? Natürlich, was glaubst du denn? Nach dem, was diese Woche bereits passiert ist? Hör zu, wenn du mich morgen nicht zur Hochzeit begleiten willst, dann werde ich auf der Stelle ins Gefängnis zurückgehen. Da habe ich wenigstens meine Ruhe vor dir. Du kannst so nett zu mir sein. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du mich aufgibst. Denn ich bringe doch nur Schwierigkeiten für dich. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Also bitte, ich möchte solchen Unsinn nicht mehr von dir hören, okay? Glaub mir, ich werde dich nicht aufgeben. Das könnte sich ändern. Das wird es nicht. Ich habe auf dich gewartet. Was wollen Sie hier? Ich komme aus purem Mitleid zu Ihnen. Hören Sie, Sie haben mich schon genug beschimpft. Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ich meine es ernst.
Na schön. Und was tun Sie, wenn ich nicht gehe? Ich rufe die Polizei, wenn es sein muss. Sie rufen die Polizei? Also das ist lustig. Ich warne Sie. Du hast recht. Ich kann trotz aller guten Vorsätze heute Nacht nicht auf dich verzichten. Dachtest du etwa, es gäbe auch nur die minimalste Chance, dass ich dich heute Abend aus diesem Zimmer lasse? Nein. Ich gehe nur ins Gästezimmer und ziehe mich um. Du hast 10 Minuten, bevor ich die Bluthunde auf dich hetze. Hm? Ist gut. Warte mal. Was ist denn? Jetzt kannst du gehen. Bis gleich. Ich bitte drum. Diese Wanne habe ich so sehr vermisst.